Hallo, ich bin Jurassica Parker. Ich bin Transvestit. Mein Name ist Jackie Weinhaus. Ich bin Teilzeitmädchen aus dem wunderschönen West-Berlin. Und wir spielen ein wundervolles Spiel mit euch da draußen, weil ihr dürft natürlich mitraten. Das heißt, die schäbige Vergangenheit von Prominenten anhand von Bildmaterial. Ja, so wie honkig die früher aussahen. Jodie Foster? Nee. Taylor Swift. Ich bin Leonardo DiCaprio. Sieht doch aus wie eine Mischung aus Jodie Foster und Taylor Swift. Sage mal. Ich fand den nie geil. Der hat so ganz winzig kleine, stechende Augen, die nur Böses vermuten lassen. Die sind so ganz nah beieinander. Wieso wird's bestimmt ein ganz netter Mann bei den Haus? Der macht was für Delfine, das stimmt. Die haben alle dieselbe Frisur früher gehabt. Das ist doch Samantha Jones. Nee. Das ist Sarah Jessica Parker. Sarah Jessica Parker. Ich weiß es nicht. Nein! Das hat's echt versaut, danke. Wie findest du den geil? George Clooney ist ein mega sexy. Meinst du nicht, der ist eine Klemmschwester? Das wird ja immer gemunkelt. Das macht das Ganze noch interessanter. Anke Engelke. Scheiße, das wusste ich auch. Die hat sich überhaupt nicht verändert. Die hat nur eine andere Haarfarbe. Vielleicht hat sie ein bisschen mehr Brust gekriegt über die Jahre, aber... Ich liebe Anke Engelke. Prinzessin Megan. Nee, warte mal, jetzt mal ehrlich, warte mal. Matt Damon. Dieter Bohlen. Wow. Aber jetzt erkennt man es tatsächlich. Sieht ein bisschen aus wie mein Papa als Kind, wie erschreckend. Ist wirklich erschreckend, mach bitte ganz schnell weiter. Drew Barrymore. Nein. Das ist die Britney Spears? It's Britney, bitch. Das ist aber sehr aktuell, das wurde das gezogen und gestrafft, dass sie immer mehr lachen kann. Britney Spears hat ja auch neue Nase und neue Lippen und neue Zähne. Mano! Ryan Gosling und... Ja, genau, Ryan Gosling. Wir müssen beide erraten. Ryan Gosling... Ach, hier, Justin Timberlake! Das ist nicht Justin Timberlake. Doch! Schakalakalaka. In dem ersten Video von NSYNC, das hieß Tearing Up My Heart, da ist der geil. If you want me, girl, let me know. Eminem! Nee, aber die Zähne stimmen nicht. Ach, Eminem! Alter! Boah, aber wie der jetzt aussieht. Rihanna. Ich wollte eigentlich vor dir drücken. Du hast aber leider nach mir gedrückt, deswegen musst du dann die Schnauze halten. Oh, viel älter als du. Deswegen bist du auch langsamer und hast Knochen verschmerzt. Aber dafür bin ich schöner als du. Naja. Oh Gott, das war wahnsinnig hässlich. Tom Cruise. Ich erkenne die nicht. Woher weißt du das, Weinhaus? Soll ich dir verraten, was ich erkannt habe? An den Zähnen tatsächlich, weil wenn du genau hinguckst, die Mitte von seinem Gesicht wird bestimmt durch einen Schneidezahn und nicht durch die Schneidezahnlücke. Oh! Julia Roberts. Ja, wollte ich auch sagen. Ja, ist unverkennbar. Aber auch wahnsinnig dürr. Darf ich eigentlich auch mit meinem Schuh drauf drücken? Tom Hanks. Ja, stimmt, es ist Tom Hanks. Ja. Ich finde Tom Hanks super. Ich habe mal die Synchronstimme von Tom Hanks kennengelernt. Da habe ich ein Praktikum beim Fernsehen gemacht. Und da haben wir für RTL 2 die dümmsten Haustiere der Welt produziert. Das ist ein sehr relevantes Programm gewesen. Und die Synchronstimme von Tom Hanks war der Offsprecher. Und der kam schon morgens mit einer Flasche Rotwein rein und hat im Studio den Wein gesippelt. Der sieht jetzt aber auch aus wie Dieter Bohlen, da kann es aber gar nicht sein. Das ist jetzt Taylor Swift, oder? Ja, mit der Krawatte ist bestimmt eine Schuluniform. Brite vielleicht auch. Ach hier, ich weiß, warte. David Beckham! David Beckham fand ich früher ein bisschen geiler als jetzt. Ich finde den jetzt geiler, muss ich sagen. Ja, das ist auch so einer, der altert halt geil. Willst du vielleicht auch einen Schuh in die Hand nehmen? Das ist das Gewicht, ja, macht ein bisschen schneller. Gib mir mal den anderen Schuh. Ich brauch so einen Unterstützungsschuh. Mach den bloß nicht kaputt, ne? Die waren teuer. Die sind aus der Ellie Goulding Star Collection von Desjardins. Das sind meine einzigen runden Schuhe, die ich noch hab. Du hast auch nur ein paar rote Schuhe. Ja, das da. Okay, mach weiter. Jennifer Aniston. Ach, Manno! Die wird auch nicht älter, die sieht immer noch so aus wie 1992. Und ich glaube auch, weil ihr Markenzeichen ist ja ihr Kinn. Das lässt sie sich mittlerweile auch unterspritzen, damit das Kinn bleibt, weil im Alter fällt ja alles runter. Das ist ein amerikanischer Schauspieler. Geil! Der ist richtig geil. Ach, ist das einer von Friends? Nee. Harrison Ford. Stimmt, der war ja richtig geil früher, Weinhaus, oder? Oh, und dieser Blick. Oh Gott, ist der geil. Schalt bitte jetzt weiter, Tino, weil sonst kriege ich einen Zaumenstoß. Der Bill Kaulitz oder... Nee. Bill Kaulitz. Nee, das ist Victoria Beckham. Okay.
Ich habe mit Bill Kaulitz mal Kippe geraucht und habe ihn interviewt und das ist mir unlängst bei der Alpha, habe ich mir das angeguckt. Alter Schwede, war ich da besoffen. Ich kenne das Video und du warst wahnsinnig hackenstrunzenvoll, Weinhaus. Trinken wir zu Schnaps? Unbedingt. Auf jeden Fall Deutschland, weil da ist so ein Wohnwagen im Hintergrund. Das ist sehr europäisch. Heidi Klum. Ach. Guck dir mal die Möpse an. Ja, die sind halt hochgepusht und hochgestrafft. Die sieht halt ohne Make-up auch aus wie eine ganz normale 45-jährige Frau. Außer Tina Turner, die ist 82 und sieht immer noch aus wie 60. Trägt ja auch eine Perücke. Du trägst auch eine Perücke und siehst aus wie 60. Hä? Brad Pitt oder Mila Jovovich. Könnte auch Mila Jovovich sein, stimmt. Brad Pitt fand ich noch nie geil. Doch, Brad Pitt früher mal, oh, bei Fight Club, meine Fresse, wo er den Psychospiel, wenn er so oben ohne voller Blut ist, ach. Wir haben ihm blind vertraut. Irgendwie catcht er mich nicht. Und als er dann mit Angelina Jolie zusammengekommen ist. Die haben immer so auf dem roten Teppich so ganz anzüglich rumgeleckt. Das fand ich auch mal ein bisschen blöd. Dann hat sie immer das Bein so rausgemacht. Das ist ja das bekannte Bein, ja. Also, weil ich muss wirklich sagen, ich fand das Spiel ziemlich beschissen, weil ich nur verloren habe die ganze Zeit. Du bist wie ein kleines Kind, du kannst nicht verlieren und schminken kannst du dich auch nicht. Also, weil ich ja wahnsinnig schön und auch wahnsinnig witzig bin, könnt ihr natürlich noch viel, viel mehr von mir erfahren. Wenn ihr denn wollt, geht einfach auf meine Webseite jurassicapaka.com und da findet ihr alles von mir. Ich freue mich über jeden Besuch. Falls ihr tatsächlich mal einen kleinen Blick in das wahnsinnig raffinierte Interview mit Bill Kaulitz werfen wollt, guckt da einfach mal bei YouTube in meinen Kanal rein. Da gibt es eine Doppelfolge von der Premiere von Queen of Drags. Ansonsten könnt ihr euch den ganzen anderen Käse, den ich fabriziert habe, da auch angucken. Oder auch bei Instagram, da bin ich nämlich auch. Und Facebook. Und wenn ihr wollt und ganz altmodisch seid, via Fax könnt ihr mich auch erreichen. Jackie O. Weinhaus. Und bei StudiVZ. Und bei Grindr. Was sollen wir nochmal sagen? Ich vergesse, was ich sagen soll. Falls ihr noch mehr Hochwert erleben wollt, dann könnt ihr zum Beispiel oben abonnieren oder links und rechts weitere Videos angucken. Die Notausgänge befinden sich dann auch da.